In der Eishockeymeisterschaft der Serie A findet in Klobenstein das fünfte Finalspiel statt. Nach 4 Siegen der Auswärtsmannschaften steht es zwischen Ritten und Pustertal 2:2 unentschieden. Wer heute gewinnt, hat am Donnerstag im Brunnekarienstadion den ersten Matchbook. Ritten beginnt sehr offensiv, spielt wie immer mit 4 Sturmreihen. Alex Frey, der Mann, der am Samstag das vierte Finalspiel in der Verlängerung entschieden hat, zieht ab. Christian Bogatello berührt noch vor Ritzer die Scheibe, verfehlt aber ganz knapp das Tor der Gäste. In der 8. Minute verpasst Fabian Ebner diesen Befreiungsschlag der Wölfe. Kevin De Virgilio startet zum Konter, blickt auf und spielt den freien Max Oberauch an. Das 1:0 für Pustertal, das 9. Playoff-Tor von Oberauch. Herrlich die Übersicht von De Virgilio. Durch diese Chance lässt sich natürlich ein erfahrener Spieler wie Oberauch nicht entgehen und netzt eiskalt ein. Bahnt sich heute schon wieder ein Auswärtssieg an. Nur 3 Minuten nach dem Führungstor sind die Pusterer in Überzahl. Julian Kostner sitzt auf der Strafbank. Scandella passt zum freien De Virgilio. Aber der Rittnerschlussmann Andrew Engelitsch rettet gleich zweimal seine Mannschaft und verhindert mit dieser Glanzparade das 0:2. In der 17. Minute müssen die beiden Pusterer Stürmer Scandella und De Virgilio fast gleichzeitig auf die Strafbank. Ritten jetzt in doppelter Überzahl mit der Riesenschance zum Ausgleich. Und das Powerplay der Hausherren ist ja immer brandgefährlich. Bogatello spielt Brendan Cook an. Sein Hammerschuss unter die Querlatte bringt das 1:1. Der 33-jährige Kanadier, der vom Bremerhaven auf den Ritten gekommen ist, lässt hier Tyler Weimann keine Chance. Hofer hat den Puck noch mit den Oberschenkel leicht abgefälscht. Die Rittner bleiben in Überzahl, spielen jetzt aber mit 5 Feldspielern gegen 4 Pusterer. 11 Sekunden sind vom 1:1 verstrichen. Max van Gilder zu Brennan Cook. Weimann kann seinen Schuss noch abwehren, aber den Dudin steht goldrichtig und starb zum 2:1 ab. 2 Powerplay-Tore in nur 11 Sekunden bescheren Ritten vom 0:1 Rückstand eine 2:1 Führung. Und noch nicht genug, denn wieder vergehen nur 20 Sekunden. Luka Soldi zu Dan Tudin. Torhüter Weimann ist geschlagen. Der Puck geht aber an den Pfosten. Und so endet dieses erste Drittel mit dem 2:1 Vorsprung der Rittner. Noch keine 3 Minuten sind im Mitteldrittel gespielt. Der überragende Marc van Gilder schüttelt Dennis Eliskasis ab, sieht den freien Brennan Cook. Und schon wieder zappelt das Netz im Tor der Pusterer. Das 3:1 für Cook ist es bereits der 42. Saisontreffer. Damit ist er der erfolgreichste Torschütze der gesamten Serie A. Noch einmal die herrliche Vorarbeit von van Gildern und das 3:1 durch Brennan Cook. Pustertal versucht zu reagieren mit Giulio Scandella. Der spielt zu seinem Sturmkollegen Max Oberauch. De Virgilio versucht noch die Scheibe abzulenken, jedoch ohne Glück. Der Puck streicht knapp daneben vorbei. Das hätte der Anschlusstreffer der Pusterer sein können. So passiert in diesem Drittel nicht mehr viel. Die einzige nennenswerte Szene, dieser Pass von Fabian Ebner vor das Tor von Weimann. Simon Kostner beißt sich aber die Zähne am Schlussmann der Pusterer aus. Nach 14 Minuten führt Ritten 3:1. Der erste Heimsieg in dieser Finalserie bahnt sich an. Wir springen ins Schlussdrittel in die 47. Minute. Bogatello leitet einen Konter der Rittner ein und schickt Markus Spinell. Der tankt sich durch, passt dann zurück auf Julian Kostner. Das 4:1. Die Abwehr der Pusterer heute sehr schwach und Ritten nutzt natürlich jede Möglichkeit eiskalt aus. Nur 70 Sekunden später sind die Rittner wieder im Powerplay. Johnson sitzt in der Kühlbox, der Rittnerkapitän Christian Bogatello spielt Luka Soldi an und Marc van Gilder lenkt den Schuss des Meraner Stürmers zum 5:1 ab und macht so den Sack endgültig zu. Fast ungestört kommt hier van Gilder zur Scheibe. Weimann kann nichts mehr machen. Ritten für 12 Minuten vor Spielende mit 4 Treffern Vorsprung. Bei Pustertal passt heute überhaupt nichts. Andergasser verliert im Angriff die Scheibe. Thomas Spinell kann zum Gegenstoß starten, blickt in die Mitte und spielt Emanuel Schelfer frei. Der lässt Weimann aussteigen und netzt zum 6:1 ein. Ein rabenschwarzer Tag für Pustertal. Die Abwehr der Gäste heute total von der Rolle. Den Schlusspunkt in diesem Match setzen aber doch die Wölfe. Giulio Scandella zu Ryan Kavanagh, der heute im Sturm eingesetzt wird. Und der erwischt Engelitsch zwischen den Beinschonern das 2:6. Dem HC Pustertal gelingt somit das erste und letzte Tor des Abends. Dazwischen hat aber Ritten gleich 6-mal getroffen. Der erste Heimsieg in dieser Serie ist perfekt. Am Donnerstag in Brunnek steht Pustertal mit dem Rücken zur Wand. Die Wölfe müssen gewinnen, sonst steht Ritten zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte als Meister fest.